Und noch ein kurzer Blick auf den Sport. Jetzt hat auch ein Profi des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen das Los gezogen, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Laut Bild-Zeitung soll es sich um Linksverteidiger Felix Agu handeln. Am Mittwoch wurde er positiv getestet. Er befindet sich bereits in Quarantäne. Ihm geht's aber gut und er zeigt keine Symptome, so der Verein. Alle anderen Tests im Team waren übrigens negativ. Vorsichtshalber geht die komplette Mannschaft samt Trainerteam und Betreuerstab bis zum nächsten Test am Freitag freiwillig in häusliche Quarantäne. Das Bundesligaspiel am Samstag gegen Hoffenheim soll aber wie geplant stattfinden.